Herzlich willkommen in World of Warcraft. Heute zeige ich euch mal etwas, da fliegen euch wahrscheinlich echt die Augen raus. Es sei denn, ihr seid World of Warcraft Millionäre. Wir sprechen über das wahrscheinlich teuerste Reittier, was ihr in World of Warcraft von einem Händler erhalten könnt. Wenn ihr gedacht habt vorher, die lichtgeschmiedete Kriegspanzerung mit ihren 625.000 Gold wäre teuer oder vielleicht die Spinne aus World of Warcraft Legion oder so ein Spektraltiger, dann wartet mal ab auf den Karawan Brutosaurus. Und wo ihr den kaufen könnt, das zeige ich euch natürlich auch. Wir schauen ihn uns auch gleich gemeinsam an. Wir fangen mal an mit der Allianzseite. Ihr müsst auf jeden Fall hier nach Boralus gehen. Und hier zwischen diesen zwei Brückenpfeilern, da müsst ihr gleich durchlaufen. Aber ich warne euch vor, so einfach hat es Blizzard auf der Allianzseite nicht gemacht. Denn hier, ihr müsst jetzt hier rechts abbiegen, da stehen meistens feindliche Gegner herum. Und die habe ich schon mal getötet, denn die haben mich getötet. So als einfache Erklärung. So, und genau, da kommt schon einer. Mal eben ganz schnell umhauen. Zack. Ich weiß auch nicht, warum Blizzard das gemacht hat, dass hier feindliche NSC stehen. So, und hier findet ihr zwei interessante Dinge. Zum einen findet ihr hier Madame Gozu, die Repräsentantin des Schwarzmarkts. Da machen wir noch ein gesondertes Video zu. Wobei ihr als Allianzler wisst jetzt, wo sie hier ungefähr steht. Hier nochmal. Und hier dieser Händler hier, der ausgefuchste Nick. Ein zwielichtiger Händler, der hat dieses Reittier für euch im Angebot. Schauen wir mal, was ich für euch habe. Und wenn wir mal so schauen, dann haben wir hier einen Triceratops für 500.000 Gold, so einen Schnabelsaurus und jetzt passt auf, Zügel des mächtigen Karawan Brutosaurus. Das ganze Ding kostet 5 Millionen Gold. Übrigens, es gibt auch ein Gerücht, dass man über Ruf das Ganze günstiger bekommen könnte. Das ist nicht mehr so. Dieses Gerücht stammt eigentlich aus einer Testphase, bei dem man tatsächlich das für 4 Millionen bekommen konnte. Also auf Testservern, natürlich nicht live. Das gibt es aber nicht mehr. Ihr müsst 5 Millionen Gold zahlen. Natürlich gibt es dieses Reittier auf beiden Seiten, auf Horde sowie Allianz. Horde zeige ich gleich auch noch. Und ich würde sagen, wir kaufen es uns einfach mal. Blub. Übrigens nur mal so als Umrechnung. 5, je nachdem. Ihr also man kann ja World of Warcraft Token kaufen. Für 20 Euro bekommt ihr eine bestimmte Menge Gold. Und alleine dieser Wert von 5 Millionen Gold entspricht fast 350, das schwankt natürlich, circa 350 Euro. Nur für dieses Reittier. Und ich würde sagen, wir lernen es einfach mal, da ist er, und schauen uns das ganze Ding mal an, weil es ist natürlich auch ziemlich geil, weil es auch ziemlich groß ist. So, Sauro, da ist er. So, mal schnell zu den Favoriten hinzufügen und aufsitzen. Ihr könnt schon sehen, es passt kaum. Ja, man kann nicht mal, wenn man, es ist so groß, wenn ich da drunter stehe, kann ich nicht mal aufsitzen darauf. So, und das ist es jetzt hier. Dum, dum, dum. Hallo, mein Kleiner. Jetzt seid ihr natürlich gespannt, wie das Mount Special aussieht. Das Mount Special, jedes Reittier hat eins. Das kann man zum Beispiel durch die Leertaste geben. Bei Flugreittieren gibt man einfach ein Mount Special. Da macht es das hier. Und wenn das nicht krass ist, weiß ich auch nicht. Aber reiten wir mal weg, bevor die Händler kommen, sofern wir da durchpassen hier. Da kommen sie nämlich schon. Und wenn ihr jetzt mal schaut, erstmal, es ist nicht nur groß und hat ein cooles Mount Special. Warte, ich mach's nochmal, einfach weil es so toll aussieht. So, rip. Hallo, mein Kleiner. Da könnt ihr eure Gegner zerquetschen. Also im BG macht das bestimmt Eindruck, aber ich wette, alle stürzen sich zuerst auf euch. So, könnt ihr hier ein bisschen was essen lassen, ein paar Blätter. Die interessante Sache daran ist noch, ihr habt zwei weitere Händler da drin. Zum einen habt ihr hier den Maku, mit dem könnt ihr dann reparieren und hier so ein bisschen vor allen Dingen Essen kaufen. Also Nylonfaden, wenn ihr zum Beispiel irgendetwas schneidern wollt oder sowas, das alles hier drinne. Dann habt ihr hier noch den Unter und der Unter ist recht interessant, denn es ist ein mobiler Auktionator. Wenn wir da jetzt so reinklicken, dann können wir sehen, dass wir hier direkt auf das... Ja, ja, ja. 200 Jahre alt sein. Wenn dieser Typ nicht immer so viel faseln würde, also nicht ich, hoffe ich, ihr könnt dann direkt mit diesem Saurier hier auf das Auktionshaus zugreifen und könnt dann zum Beispiel irgendeinen Müll hier direkt dann reinstellen. Das geht von überall in der Welt aus. Ihr müsst es euch nur leisten können. Exotisches findet, das ist natürlich so eine Sache. Also wenn man Spieler gesehen hat, die vorher rumgelaufen sind mit dem Spektraltiger, man hat sich nicht wirklich beliebt damit gemacht. Ich weiß, einige wollen es wahrhaben, dass es cool wäre und die Spieler würden voll drauf abfahren. Aber mit dem Spektraltiger, was ein furchtbar teures Reittier ist, was man in der Regel nur gegen Echtgeld bekommt. Es gibt noch eine Möglichkeit über das Schwarzmarkt-Auktionshaus, aber ganz, ganz geringe Chance dabei.
dann haben die anderen Spieler das eher als Prollen empfunden und nichts anderes, genauso mit der Spinne. Aber ich glaube, das sehen die Spieler selbst nicht, die das kaufen. Ein bisschen, also das Ding ist ja furchtbar teuer und ich, ein bisschen was anderes ist es denn hier schon als so eine Spinne, denn es hat einen nützlichen Zweck. Es ist zum Beispiel ein Reittier, wenn ihr viel unterwegs seid und spielt World of Warcraft als Wirtschaftssimulation. Das gibt's natürlich auch, Spieler, die den ganzen Tag nur Handel betreiben. Hier übrigens, guck da, hallo, hallo. Das ist so die Idle-Animation oder die Stillstandsanimation. Schmust da hier ein bisschen herum, das hat er auch. Also für 5 Millionen bekommt ihr doch einiges davon. Für diese Spieler ist es wahrscheinlich dann auch eher erschwinglich und die können damit auch wirklich was anfangen, weil sie ihre Ware, die sie jetzt farmen, gleich verticken können. Wobei man eben dazu aber auch sagen muss, wenn ihr in World of Warcraft Draenor gequestet habt, dann bekommt ihr ein Auktionshaus in eurer Garnison. Da müsst ihr nur ein paar Teile für kaufen und dann könnt ihr mit einem Ruhestein immer dahin. Da gibt es einen ganz eigenen Ruhestein dafür. Dieses Mount ist dennoch, trotz dieses Preises, finde ich persönlich mega cool. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen können auf den Live-Servern oder würde es mir gründlich überlegen. Ich sag mal so, weil gerade Mythisch Plus ist eine teure Angelegenheit und wir Mythisch Plus Spieler haben in der Regel sehr, sehr wenig Gold. So, aber schaut euch einfach mal diese Größe an, nur dass ihr Maßstab habt. Wenn ich hier neben einem Spieler jetzt stehen würde, wenn da unten ein Spieler wäre, der würde einfach untergehen. Also NSC-Blocken auf ganz neuem Niveau. Deswegen, es wird wohl nicht viele Spieler geben, die so ein Ding hier haben werden, weil es höllisch teuer ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ihr könnt das auch in den Kommentaren gerne mal verfassen. Hübsch sieht er aus und man muss auch natürlich dazu sagen, dass Blizzard das eingeführt hat, um Gold aus dem Spiel herauszuholen, um so ein bisschen die Ökonomie wieder zu verstärken und dafür brauchten sie halt diesmal was wirklich Besonderes. Ach ja, klar, ihr könnt übrigens auch noch eure Händler auswerfen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr natürlich eure Mitspieler hier einfach mal mitnehmen, die sitzen dann da drinnen, die anderen verschwinden, sie kommen übrigens wieder, wenn ihr das Reittier neu beschwört. So, jetzt schauen wir auf der Horde-Seite, wo ihr dort dieses Reittier herbekommt und wie der Triceratops aussieht. Hier auf der Horde-Seite könnt ihr übrigens jetzt auch nochmal die Laufanimation sehen und natürlich gehen wir jetzt zum Händler, wo ihr den herbekommen könnt. Als Blutelfe bin ich sowieso ziemlich groß, deswegen wirkt er hier ein bisschen kleiner und Gnome bekommen nochmal zusätzlich einen Bonus auf Größe. Ich denke, Blizzard dachte sich, die müssen vielleicht was kompensieren oder so. Das ist so ein Easter Egg, was es schon seit Ewigkeiten in World of Warcraft gibt. Gnomenreittiere sind immer größer als die von anderen. Immer. Könnt ihr mal vergleichen, euch neben eure Mitspieler stellen. Hier auf jeden Fall an dieser Stelle in Dazar Alor, hier ist der Hafen ungefähr, da kommt ihr hoch, hier der Flugpunkt, dann lauft ihr hier auf diese Ebene herauf, die erste, und dort auf dieser Ebene findet ihr hier die ausgestellten Reittiere, zum Beispiel den Triceratops hier, der im Detail eigentlich auch ganz hübsch aussieht, der hat zwar keine Händler oder so, aber nett sieht er auf jeden Fall aus, und dann natürlich den Karawan Brutosaurus, so. Das wollen wir nicht, wir wollen das Schöne hier nehmen. Kommt wieder so. Können wir uns noch ein bisschen die langsame Animation ansehen. So, auf jeden Fall ist hier der Händler. Das ist Talutu und Talutu bietet euch das Ganze auf der Horde-Seite auch an. Also es ist accountgebunden. Ihr müsst es dann hoffentlich nur einmal kaufen auf einer Seite. So, und jetzt gucken wir uns das Ding nochmal von der Seite an, dass man so ein bisschen was sehen kann. Das hüpft so lustig herum die ganze Zeit. Dann können wir natürlich auch im Schleichtempo hier durch die Gegend juckeln. Dip, 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 dip. Hat schon was Gemütliches, oder? Es ist schon ein sehr, sehr nettes Tierchen. Noch geiler wäre natürlich diese Größe da drüben. Hier haben wir jetzt so einen Spieler nochmal mit einem anderen Reittier, da können wir mal vergleichen. So, mein Freund, was geht ab? Na, Kleiner. Und das zu einem Tauren. So, und das hier wäre natürlich nochmal eine Nummer heftiger. Das ist etwas übrigens hier auf der Horde-Seite. Da könnt ihr mit einsteigen und dann euch durch die Gegend kutschieren lassen. Hier ist übrigens nochmal der Triceratops. Das Reisetier, so nennt es Blizzard jetzt. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem wirklich wunderschönen Reittier. Bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu, ob ihr euch das holen werdet. Wenn dann aber, ganz ehrlich. Und naja, für mich als Mythisch Plus Spieler, wer weiß, ob sowas in Frage kommt irgendwann mal. Cool ist es allemal. Nur ein bisschen die Zähne irritieren manchmal hier, die es da hat. Beziehungsweise diese Zacken hier, hat irgendwas Komisches an sich. Naja, bis zum nächsten Mal.